Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Grog Legend of Gobos. Wenn ihr, das ist mir nämlich eben gerade noch eingefallen, weil ich bin ja jetzt gerade schön am Aufnehmen. Wenn ihr die Passwörter sehen wollt, ne, von irgendeinem bestimmten Level oder so, weil ihr das Spiel auch spielt, weil ihr masochistisch angehaucht seid, dann schreibt es mir in die Kommentare, wenn ihr sagt, hey, ich würde ganz gerne jetzt hier von Level 3 ganz gerne das Passwort sehen, dann sagt Bescheid. Und dann zeige ich das. Ich kann ja in die anderen Welten zurück. Boah, der letzte Part, ne? Der hat mich ein bisschen fertig gemacht. Wie habe ich das Gefühl, dass das jetzt... Oh, ja, klar. Also so ein Zeitding. Okay. Ich verstehe. Da komme ich auch noch nicht mal hoch. Hat das jetzt gestoppt? Oder wie oder was? Arsch mich doch. Ach nee, da ist jetzt eine Plattform. Bäm! Das war Skill, meine Freunde. Nein, war es nicht. Das war nur pures Glück. Ihr tötet mich. Lass mich hier raus! Du bist schon reingekommen. Sehr gut. Oh, der bewegt sich. Das wusste ich nicht. So, von da bin ich gekommen. Den gehe ich jetzt hier lang. Ich glaube, ich jedenfalls, dass ich von da gekommen bin. Da ist ein Schluss. Das stimmt an diesem Level nicht. Also manche bewegen sich und manche nicht. Und weil es jetzt so schön war, muss ich nochmal zurück. Wofür habe ich jetzt den Schlüssel? Komm! Er wollte nicht kommen. Habt ihr das gesehen? Ich habe den Schlüssel. Das ist mir so dieses Moment, wo ich sage, das ist mir egal. Ich gehe wieder. Du kannst mir gar nichts. Hier nehme ich mir die wieder mit. Da lasse ich die sein. Und wieder zurück. Hallo?
bevor wir da jetzt reingehen. Sag mir, was da ist. Da muss ich ganz weit hin. Ist mir nicht wert. Sorry. Aber das ist mir nicht wert. Ich will meine Leben behalten. Oh nein. Kann ich da schwimmen? Wieso Spiel? Ich muss schon hin. Ah, ich muss den Schlüssel holen. Hast du den jetzt gekriegt? Was auch immer da ist, es interessiert mich nicht. Oh Mann, das interessiert mich doch. Toll. Ich meine, mir fehlen doch eh. Mir fehlen doch eh schon ein paar Edelsteine. Aber gut, jetzt wissen wir, dass da ein Edelstein drin ist. Was mit dir? Das stimmt hier nicht. Also einer fehlt mir und ich kann mir auch vorstellen, wo der ist. Was ist? Na komm, den kleinen Knupsi holen wir uns mal. Lauf! Lauf, lauf, lauf! Weißt du was, ist mir doch egal hier mit dir. Da kann ich doch einfach so drüber. Ach komm, als ob. Ich bitte dich. Ich bitte dich. Auch mit dir. Da haben wir wenigstens einen geschafft. Nee, ganze 4 haben wir geholt. Ich bin erstaunt. Ich bin überrascht. Oh nein, der erste Boss. Bitte kein Wasserboss. Bitte kein Wasserboss. Bitte kein Boss, wo ich schwimmen muss. Oh nein. Fischi, fischi, fischi. Hau ab. Oh nein. Bitte lass den irgendwo am Land umgucken. Oh. Ist das jetzt unser Endgegner für diesen Part? Wir werden es herausfinden. Wollen wir uns hier auch noch?
36. Wow, ich glitsche in der Wand fest. Okay. Es scheint aber nichts zu sein. Wo geht's dahin? Oh, schon der Boss. Was muss ich machen? Okay, okay, okay. Oh nein, da hat er mich doch jetzt noch gekriegt. Okay, okay, okay. Ich sag gar nichts dazu. Dreimal angedutscht und dann los ging's, okay. Der Vogel hat sogar einen Schnorchel. Was süß. Oh ja. Sorry, aber ich muss jetzt nach jedem Level mehr oder weniger abspeichern. Nicht, weil mir das Spiel sonst kaputt geht oder so, sondern einfach nur, ich will den Spielstand saven. 40%! Ja! Schon fast die Hälfte. Ich dachte, es gibt 5 Level. Sand und Freiheit. Also ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht, du. Da hinten gibt es einen Gubbon. Da hinten geht's weiter. Komm her! Das schaffe ich. Komm her. Ich habe jetzt nämlich den Dreh raus, wie ich mit dir umgehen muss. Ich habe ein bisschen Angst. Also, ich hätte jetzt auch gedacht, dass der Luftballon uns vielleicht hier so rüberholt, aber okay. Tut er nicht. Der hat uns direkt zum Schlüssel gebracht. Auf eine Plattform, wo natürlich
darf nicht direkt unter ihm sein, glaube ich. Lauf, 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 lauf! Easy going. Bam. Bis jetzt sind wir gut durchgekommen. Oh nein. Jetzt wackelt Pudding. Und ich muss irgendwo... Das war böse Kamera. Böse! Ist das euer Ernst? Komm. Ich habe das eben gerade so mit Bravour gemacht, ey. Was ist der Schlüssel, den ich brauche? Oh. Ein Diamant, der mir total am Popo vorbeigeht. Aber schön! Ich habe irgendwie Angst, wo mich der Luftballon hinführt, aber ich probier's aus. Ach, der bringt mich direkt darunter. Ja, gut. Warum auch nicht, ne? Erstmal so ein bisschen Überblick kriegen. Also hier fehlt doch noch irgendwas. Ja, den Schlüssel, den ich wahrscheinlich denn in diesen Bereich bekomme. Dann muss ich wahrscheinlich wieder zurück. Um dann im Prinzip... ja, da ist der Schlüssel. Das wolltest du jetzt nicht, ne? Da hast du dir jetzt gedacht, nö, hab ich keinen Bock drauf. Gut, das müssen wir nicht mehr machen. Aber ich will... Beispiel die Kamera jetzt nicht mit. Fokussier, mein Freund, fokussier. Uiuiui. So, ach, okay, du bewegst dich. Mhm.
Wisst ihr was? Vergiss es. Ich hole mir jetzt hier die Diamanten und dann... Da oben wird wahrscheinlich auch einer dieser anderen Diamanten sein, mit dieser Juwelen. Aber ich weiß nicht, ob mir das wert ist. Wieso gehe ich jetzt eigentlich da nochmal zurück? Ach, wegen dem da, ne? Wo ist hier was aufgegangen? Und natürlich von der anderen Seite. Warum sollte es auch, ne? Aber das Gute ist, die Plattform geht nicht kaputt. Da brauche ich aber einen Schlüssel, den ich nicht habe. Spiel macht keine Faxen. Also muss ich wieder zurück. Ah, I love it. Jetzt muss ich bestimmt da geradeaus in dem anderen Bereich. Stimmt, hier ist der zweite Schlüssel. Oder? Das war es nicht wert. Da hat er mich gekriegt. Okay. Was auch immer das war. Ach, Menno. Menno. Oh, ich hätte aber... Seht ihr, da hätte ich wieder fast alle gekriegt, ne? Ja, komm, Wirbelsturm. So, jetzt muss ich den nochmal machen. Naja, was soll's. Ich meine, bis jetzt habe ich mich ja gar nicht so blöd angestellt. Jedenfalls nicht in diesem Level, finde ich. Gut, bei dem einen habe ich ein bisschen jetzt rumgezickt. Ne? Aber was soll's? Nein. Ach, da war ja der Edelstein. So. Mensch. Mensches Kinder, das hätte doch so gut klappen können.
Lauf, 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 lauf. So, das funktioniert ja schon mal einmal, Tutti. Ja. Das hat schon mal gut funktioniert. Wo kam jetzt das Wackelpudding-Ding? Okay. Dass der mich aber auch immer wieder trifft, ne? Der Sack. Das ist ärgerlich. Ah, ich mag die Musik. Die hat was. So, das lohnt sich nicht. Wir gehen jetzt erstmal straight die Schlüssel einsammeln. Das war so nicht geplant. Warum bist du denn nicht gesprungen, mein Freund? So, das lohnt sich noch gar nicht. Wir gehen erstmal geradeaus. Weil wir müssen ja eh wieder zurück, also ist es ja egal. So nicht, mein Freund, so nicht. Was denn? Nee, wir machen jetzt hier Feierabend. Ich sage auf jeden Fall Dankeschön fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wir sind... Oh ja, dann geh doch. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, dann lasst doch einen Daumen nach oben. Oder lasst ein Abo da. Ich würde mich sehr freuen. Jetzt heißt es nämlich straight zu the 1000. Und bei 1000 gibt es denn ein 1000 Abonnenten-Special. Ich weiß zwar noch nicht was, aber das ist egal. Aber dann gibt es ein 1000 Abonnenten-Special, weil ich finde, das ist schon eine coole Marke, wo man wieder ein Abonnenten-Special machen kann. Und ja, bis dahin sage ich Dankeschön fürs Zusehen. Auf Wiedersehen und bye bye.